Warum ein ECN-Broker die viel bessere Wahl ist. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um das Thema Broker. Welchen Broker sollte man benutzen für sein Forex- und CFD-Trading? Welcher Broker ist denn überhaupt seriös? Wo kann ich Profite machen ohne Ende und muss keine Angst haben, dass der Broker nicht auszahlt? Es gibt viele verschiedene Geschichten von geschädigten Kunden, die ihr Geld nicht ausbezahlt bekommen oder sogar die Kurse manipuliert bekommen bei ihrem Broker. Man hört immer mal wieder davon, dass dies geschieht, und in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du dich vor solchen betrügerischen Aktivitäten beschützt. Denn auf diesem Kanal wollen wir das Beste für unser Trading herausholen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Brokerarten im Forex- und CFD-Bereich. Die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen und dir genau beschreiben, wo der Unterschied ist. Am Ende kommen wir dann zu einer Zusammenfassung und ich zeige dir nochmal zusammengefasst, warum der ECN-Broker der beste Broker weltweit ist und warum man da auch unbedingt hinwechseln sollte. Schau deshalb das Video bis zum Schluss an, denn es wird jetzt sehr interessant. Es geht schließlich um dein Kapital, um dein Trading, und du möchtest ja nicht dein Geld verlieren, obwohl du profitabel tradest, weil der Broker nicht auszahlt. Also es gibt erstmal die zwei unterschiedlichen Methoden. Es gibt einmal den Market Maker Broker. Ja, im deutschsprachigen Bereich findet man leider nicht so ein Video. Ja, also mal angeschnitten, aber mit den Informationen, die ich jetzt euch zeige in diesem Video, das findet man im deutschsprachigen Raum nicht. Ich habe bis jetzt zumindest keins gefunden. Dann gibt es einmal den ECN-Broker. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Brokern? Der Market Maker Broker macht seine Kurse selber, also er macht seinen Markt selber. Alle Orders, die beim Market Maker Broker geöffnet werden, verlassen nicht den Broker. Versteht ihr das? Ihr handelt also nur bei eurem Broker. Ihr handelt nicht an den offiziellen Märkten, ihr handelt nicht gegen andere Parteien und so weiter, sondern nur gegen den Broker. Ich schreibe das hier mal hin. Orders verlassen nicht das Haus. Da kann man sich schon mal denken, dass es hier eventuell zu einem Interessenskonflikt kommen kann. ECN-Broker, ja, da ist es der Vorteil, dass wir einen direkten Zugang zum Interbankenhandel haben. Zum Beispiel beim Forex Trading gibt es verschiedene Liquiditätsprovider. Es gibt einen kompletten Markt, ja, zwischen den Banken im Forex-Bereich, wo die untereinander ihre Gelder tauschen. Dieser Markt ist natürlich nicht für jeden zugänglich, sondern nur für große Broker, für große Firmen ist es zugänglich. Ja, es gibt noch einen weiteren Markt, den Future-Markt. Ja, da kann man auch als Anleger normal traden an der Börse direkt. Ja, ist auch optimal zum Handeln. In diesem Video geht es aber um den ECN-Broker, weil man da wirklich mit kleinem Kapital auch seriös traden kann. Ja, also beim ECN-Broker, Orders werden direkt zu den Kapitalmärkten, Interbankenhandel durchgestellt, ja. So, jetzt stellt sich die Frage, ja, Interessenskonflikt, haben wir hier einen? Sehr wahrscheinlich schon, ja. Interessenkonflikt. Hier beim ECN-Broker kein Interessenskonflikt. Man muss sich das so vorstellen, der ECN-Broker verdient nur daran Geld, wenn ihr tradet, ja, wenn ihr Positionen eröffnet im Markt, egal ob ihr Gewinn oder Verlust macht, ja, beim Trading. Es ist dem Broker völlig egal. Ja, deswegen stellt er euch die seriösen Kurse, die richtigen Kurse im Markt. Ist ihm völlig egal, ob ihr Gewinn macht oder Verlust, er verdient nur an der Kommission sein Geld. Keinen Interessenskonflikt haben wir, da ja die Orders direkt an die Kapitalmärkte durchgestellt werden. So, jetzt gibt es hier einmal zwei Modelle. Das eine nennt sich ECN, ja, das andere nennt sich STP. Ja, ist es im Prinzip das gleiche. ECN ist das Kommissionsmodell,
Ja, kann sein, dass ich hier auch ein paar Rechtschreibfehler reinmache. Seht ihr mal drüber weg. ECN, Kommissionsmodell, STP ist das Spread-Modell. Was unterscheidet sich jetzt bei den beiden? Ja, beim ECN, ich zeige euch das gleich nochmal beim Broker und ich zeige euch in diesem Video auch, welchen Broker ich empfehle natürlich. Beim ECN-Modell haben wir immer eine Kommission, die wir zahlen pro Trade. Man hat wirklich geringe Interbanken-Markt-Spreads und man zahlt pro gehandelten ein Lot zum Beispiel eine Kommission von 3,50 Dollar. Ja, Kommission pro Lot. Pro Lot, die man zahlt. Hier beim STP, das Spread-Modell, Spread, keine Kommission, aber ab 1 Pip Spread. Ja, zum Beispiel. Ja, das gibt es die zwei Modelle beim ECM-Broker. Ganz wichtig zu wissen. Welches Modell jetzt tatsächlich günstiger ist, habe ich noch nicht so wirklich getestet. Beim ECN-Kontomodell müsste man ein bisschen billiger hinwegkommen. Ich habe auch das ECN-Konto. Wenn ihr euch entscheidet, ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich möchte alles direkt über den Spread abwickeln, ich möchte keine Kommission zahlen, dann wählt man das STP-Spread-Modell. Dann die Leute, die sagen, okay, ich möchte ECN traden, ja, dann gibt es hier die Kommission pro Lot. Interessenskonflikt, ja. So, kommen wir mal weiterhin zu den Market Maker Brokern, wie man einen Market Maker Broker enttarnt und einen Fake ECN Broker. Es gibt es nämlich auch noch, Fake ECN Broker. Also Market Maker Broker, die behaupten, sie sind ein ECN Broker. Ja, woran erkennt man das? Sie bieten fixe Spreads an. Fixe Spreads heißt, es gibt bei diesem Broker zum Beispiel ein ECN-Kontomodell, es gibt ein Spread-Kontomodell, es gibt ein Konto für fixe Spreads. Das heißt, der Broker legt bei diesem meistens dann höher, der legt wirklich bei jedem Trade einen fixen Spread fest. Und das kann nicht funktionieren bei einem ECN-Modell. Ja, beim ECN-Modell handelt man nämlich zu direkten Marktkommissionen. Wenn man auf einen bestimmten Preis keinen Käufer trifft zum Beispiel oder nicht genug Käufer oder Verkäufer trifft, dann kann es zu einem hohen Spread kommen. Beim ECN-Broker einen höheren Spread ist in der Regel bei kleinen Positionen bis zu 10 Lot eigentlich nicht der Fall. Ja? Wenn ihr da schon wirklich mit 50 Lot rumhandelt beim ECN-Broker, kann es natürlich dazu kommen, dass man da ja auch mal einen höheren Spread bekommt bei schnellen Bewegungen, zum Beispiel bei Nachrichten und so Beispiel. Aber im regulären Fall ist das nicht der Fall, dass man hier sozusagen die Slippage bekommt, einen höheren Spread. Ja. Aber der Market Maker Broker hier sagt, er bietet euch ein ECN-Konto an, zum Beispiel mit Kommission, bietet aber noch ein anderes Konto an mit einmal fixen Spreads, dann seht ihr das schon direkt, das ist Fake, ja, das funktioniert nicht mit fixen Spreads. Also, was ist das Problem jetzt zwischen dieses Zusammenfassung, was ist das Problem zwischen diesen beiden Brokern? Ihr habt den Interessenkonflikt beim Market Maker Broker. Da der Broker nur bei sich handelt, beziehungsweise die Trader handeln nur beim Brokerhaus. Im Regulärfall 90% der Trader verlieren, ja, dann hat der Market Maker auch eigentlich keine Probleme, ja, dort auszuzahlen, weil er macht unendlich viel Kohle, weil 90% der Trader verlieren sowieso und das Geld geht direkt alles in die Taschen des Market Maker Brokers, ja, also der verdient dann euren Verlust. Lustigerweise ist, dass dieser Market Maker Broker euch noch einen hohen Spread draufhaut, um euch einfach nochmal einen Nachteil zu geben, ja, obwohl er schon an euren Verlusten verdient, ja. Deswegen, Auszahlungen okay, ja, Auszahlungen funktionieren. Funktionieren beim Market Maker Broker sowie beim ECN Broker, ja. Aber jetzt kommt's. Ja. Durch den Interessenskonflikt hier werden gute
Konflikt, werden gute Trader möglicherweise bestraft? Wie sieht das aus? Ja. Zufälligerweise hohe Spreads. Zufälligerweise Stop-Loss-Hunting. Kurse manipuliert, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man beim Market Maker Broker einfach zu viel Gewinn macht, dann ist das natürlich ein Verlustgeschäft für den Market Maker Broker, weil er verliert ständig Geld zwischen euch, durch euch, auch wenn 90% der Trader verlieren. Ja, wenn dann einmal einer hinkommt, der tradet zum Beispiel mit großem Kapital, ja, und macht nur Gewinne, dann ist das natürlich ein sehr ekelhaftes Geschäft für den Market Maker Broker. Er versucht also die Kunden loszubekommen. Es kann auch sein, dass es hier zur Kontokündigung kommt. Also, seriöse Market Maker Broker, ja, die zahlen euch eure Gewinne auch aus. Das sollte mal klar sein. Aber euer Konto wird dann wahrscheinlich gekündigt werden, ja, oder diese Manipulationen finden statt und ihr merkt es einfach gar nicht, ja. Diese betrügerischen Sachen sind nur wirkliche Betrügereien, wenn man es einfach nicht merkt beim Trading. Ja, dann ist der Betrug perfekt, ja. Ich will hier nicht sagen, dass Market Maker Broker Betrüger sind, aber es gibt einige Broker, wo es schon Erfahrungsberichte im Internet dazu gibt, dass die nicht ganz so seriös eben am Trade ihren Kunden die Sachen zur Verfügung stellen. Ja? Auf diesem Channel findet ihr sowieso nur Broker, die ich selber getestet habe, wo man auch problemlos traden kann. Ja? Vor allen Dingen achte auf eine Regulierung. Ja? Plus am besten Kundencenter in Deutschland. Ja? Das ist so die beste Alternative, was ich mir immer gebe, das und halt deutscher Support, ja, bei einem Market Maker Broker, ja, sollte man hier drauf achten, dass man das hat, alles zusammen. Es gibt natürlich auch gute zypriotische Broker, IQ Option zum Beispiel, kann ich auch nur jedem empfehlen, da handle ich auch persönlich. Also auf diesem Kanal werde ich sowieso nur gute Broker empfehlen. Wenn dann ich da mal irgendwas höre von einem Broker, dass da was schlecht läuft, nehme ich die Videos auch runter. Ja, also achtet hier wirklich darauf, dass die Regulierung da ist. Also zusammengefasst ist es besser, beim ECN-Broker zu traden, weil ihr einfach diese ganzen Nachteile hier nicht habt. Ihr habt vor allen Dingen, ist der ECN-Broker ist immer günstiger, ja. ECN-Broker ist immer günstiger in allen Vergleichen. Warum ist es so? Warum ist der ECN-Broker so günstig? Weil die Market Maker Broker geben euch extra hohe Gebühren rein, ja, damit ihr einfach noch schneller verliert. Ganz einfach die Sache. Okay, jetzt kommen wir zu der Empfehlung, welche Broker kann man empfehlen. Ich zeige euch momentan hier den seriösesten Broker von allen, australischer Broker mit Liquiditätsproviders, IC Markets. Hier sehen Sie unten, reguliert das Ganze. Wir sehen hier die Adresse, hier unten steht die Regulierung. Ist ein sehr seriöser Broker, der auf jeden Fall auszahlt. Wir können hier mit einem hohen Hebel handeln, da der Broker in Australien liegt. Wir haben sehr günstige Gebühren, hier MetaTrader 4, 3,5 Dollar pro 100K getradet, ja, und wir haben hier die zwei Modelle, eben Standardkonto und ECN-Konto. Also hier sehen wir das Standardkonto, Zero Commission, ja, ist also sozusagen das STP-Konto, Standardkonto, True ECN-Connectivity. Die haben hier auch direkt ihre Server stehen in New York, in London, könnt ihr alles durchlesen euch auf der Seite. Ihr findet den Link und Erfahrungsbericht dazu nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, auf meiner Webseite zu IC Markets, ja, findet ihr wirklich da alles verlinkt. Und es lohnt sich einfach nur hier hinzuwechseln.
Die ganzen Vorteile stehen auch auf der Seite drauf nochmal und im Erfahrungsbericht von mir. Ja, hier sehen wir das True ECN-Konto ab 0 Pips und dort bezahlt ihr halt die Kommission. Diese zwei Kontomodelle gibt es. Leverage up to 1500, 64 ja, Währungen, Metalle und CFDs. CFDs gibt es jetzt hier bereits mehr, ja. Wenn wir auf Indizes gehen, haben wir hier die ganzen Indizes, wir haben Futures, wir haben Bond-Indizes, wir haben hier Aktien, die wir handeln können bei diesem Broker. Also hier habt ihr genügend Auswahl wirklich zum Traden. Optimal für euch. Und ja, Link dazu in der Beschreibung, wie gesagt. Schaut es euch selber an, welchen Broker sollte man nehmen. ECN, Market Maker, ich habe euch die Vor- und Nachteile aufgezählt, die ihr habt. Ich möchte hier in diesem Video nicht Market Maker verteufeln und so weiter. Man kann da trotzdem Handel und Gewinne machen. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass es bei unseriösen Brokern eben zu diesen Maßnahmen kommen kann, die ich hier aufgezählt habe beim Paint. Ja. Okay, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.